Hallo und herzlich willkommen zu Little Inferno. Ich dachte, ich begrüße euch mal hier im Titel. Da ist das eine, was ich alleine gespielt habe, da habe ich was ausprobiert und da sind wir. Eine Stunde und 13 Minuten. Schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind, nachdem das Bild auch geladen hat. Den haben wir ja schon gelesen, das scheint ja erneut lesen. So, wir haben 330. War noch zwei Kombinationen mehr. Das heißt, wir machen jetzt was Lustiges. Wir nehmen das und das und das und das und das und da. Wir kaufen jetzt einfach alles und verbrennen es. Klingt nach einer guten Idee. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das mit der Seite schon gemacht habe oder nicht. Weil die letzte Aufnahme von Little Inferno schon so ein bisschen her ist. Also ich glaube, mehr können wir gar nicht mitnehmen, ja. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und wenn es nicht reicht, packen wir noch ein paar... Also wenn unser Geld reicht, packen wir noch ein paar Items. Das hatte zwei hinzu. Und schauen mal, was passiert. Wir verblasen jetzt quasi unser komplettes Geld auf einmal. Ihr könnt ja im Video selbst euch die Zahl merken, welche wir hatten, bevor wir angefangen haben damit. Dann wisst ihr ja auch, wie viel Plus oder Minus wir gemacht haben. Ist immer praktisch. Denn ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht auf die Zahl geguckt. Bleib stehen, du Fahrrad. Soll stehen bleiben, du blödes Fahrrad, habe ich gesagt. Ups. Das brauche ich nochmal neu. Das war's. Okay, du bist alles verkauft. Das. Wir können sogar die nächste Zeit noch mit dazu nehmen. Wie unglaublich praktisch. Wir warten nur, bis unser Zeug da ist. Dann nehmen wir die zweite Seite noch ein bisschen mit dazu. Wir haben ja noch 108. Ich glaube, wir hatten 333. Genau. Ja, 334. Irgendwas. Der Art. Wenn ihr unten, wenn ihr so hier seid, ne, dann ist es klar, dass ich euch abknall. Ne? Kennt das. Ich glaube auch, dass... Nein! Das wollte ich gar nicht. Wisst ihr was, dann verbrennen wir gerade die zweite Seite. Komplett. Das regt mich jetzt auf, dass man das Feuer mit der linken Maustaste startet. Warum nicht mit der rechten? Oder mit dem Mausrad, dass man so ein Feuer hat. Da kann man das Mausrad drehen und wenn man es dreht, wird das Feuer größer. Ich habe gerade im ersten Sehen mal ein Stück zu weit nach oben geklickt. Das ist stellenweise steuerungstechnisch nicht ganz optimiert. Haben wir den Filmabend eigentlich schon? Nee. So, fangen wir jetzt mal an, Artikel der Seite 2 zu kaufen. Ja, ich glaube, die kleinen Dinger da sind übrigens hauptsächlich gedacht. Damit wir mehr... was soll ich sagen? Damit wir mehr Geld am Ende zusammen haben. Denn ne, diese kleinen Dinger geben mir immer ein bisschen Geld. Und hier brauche ich zum Beispiel auch Geld, um meinen Briefkasten zu erweitern. Und das kann ich ja nicht erweitern, wenn ich nicht ein bisschen Zusatzgeld habe.
Das ist ein bisschen schlecht, wenn ich den hier so verbrennen will, weil der irgendwann selbst Feuer fängt. Das ist das Problem mit dem Rotörchen, nehme ich mir nachher noch. Muss ich mir quasi ganz am Ende kaufen. Weil der mir schon mal mein ganzes Ding angesteckt und das fand ich gar nicht so gut. Oh. Das ist gemein. Oh, geht doch einfach alles aus. Das ganze Spiel versaut mir gerade alles. Übrigens auch eines der Spiele, wo ich meine, es bräuchte Mikrofonunterstützung. Da könnte ich nämlich pusten und das Feuer ausmachen. So, ich brauche das nochmal und das nochmal. Brauche ich euch und euch. Das hat jetzt nichts mehr mit Nachdenken zu tun, sondern einfach mehr so mit Scrooties. Ich probiere einfach alles. Warum hast du eine Pfeife im Mund? Du. Tierchen. War das denn die Seite mit dem Mond? Ich glaube nicht, oder? Bauklötze habe ich schon, ne? Nee. Dann hole ich mir gerade die hier dazu. Dann kaufe ich die von mir aus nochmal. Und dann mache ich das. 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 Okay, ich war zu aufgeregt. Tut mir leid. Ich verbrenne jetzt einfach ganz viele Bauklötzchen. Zudem brauche ich noch die Bauklötzchen von Seite 3. Oder fast 4? Immer noch auch irgendwelche Bauklötze. Da. Übrigens, das Sternchen da heißt, wir haben alle Kombinationen in diesem Buch gefunden. Sehe ich jetzt gerade, dass wir da schon Sternchen haben. Ich glaube, wir können sogar noch Seite 3 ein bisschen dazu packen. So, ich bin mal gespannt. Ich habe das nächste Buch auch nur relativ kurz ausprobiert, also. Und ich heb diese Münze jetzt nicht auf, weil ich den. Okay, ich mach's. Hätte ich jetzt nämlich daneben geklickt, wäre alles vorbei gewesen. Spiel. Meine Leiste da unten ist weg. Wahrscheinlich, weil ich schon zu viel drin habe, okay. Wow. Nicht schlecht. Ich brauche trotzdem noch ein paar Kombinationen. Hier habe ich noch kaum welche, also werde ich das jetzt ausprobieren. Oder ich gucke, ob ich noch irgendwas finde. Zombie-Garten. Ja, da brauche ich eine Pflanze und einen Zombie. Wahrscheinlich das mit dem. Würde ich vermuten. Ob es richtig ist, ist die andere Frage. Dann nehme ich noch das mit dazu. Eine Riesenspinne. Kann ich mir das Schwert noch dazu holen? Ja, sehr schön. Dam, 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 dam. Stirbige. Was ich jetzt mal mache, ist mir noch einen Zusatzplatz kaufen. Einfach, weil ich ihn später sowieso brauchen werde. Weil es hindert mich als wirklich ein bisschen mehr Zeug auszuprobieren, weil ich einfach nicht genug Platz habe. Es ist eine Spinne, ich mag sie immer noch nicht, egal wie halbwegs knuffig sie ausguckt.
Puzzleabenteuer. Flugzeugmodus. Wie könnte man das machen? Ein Handy? Wahrscheinlich. Und... wir haben leider nichts zum Ausmachen, quasi. Rosige Kombo, Gehirne Ahoi, japanische Kombo, Meta-Kombo, Unterwasser-Kombo. Ich glaube, die Spinne und Miss Hexopus war eine, war wirklich sogar eine Kombination. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch 166 zum Ausgeben. Das heißt, die geben wir auch aus. Oder jetzt könnte unsere Feuer eine interessante Farbe annehmen. Ich lege die mal genau aufeinander, damit es ein bisschen schwer wird, dass es zuerst verbrennt. Nee, ich glaube, der Kugelfisch und die Oktopusdame waren die Unterwasserkombination. Was japanisches Sushi und... der Kugelfisch vielleicht sogar. Wer weiß es. Nehmen wir noch Future Fist und das mit dazu. Und wir haben noch einen Platz in unserem Briefkasten, weil wir einen neuen Briefkasten haben. Yay! Bloop. Oh nein, ich glaube, der platzt. Den muss ich mir neu holen. Der platzt ja. Den muss ich ganz, ganz, ganz am Ende holen. Ich habe uns Angst, dass du auch platzen wirst. Yay! Das sind zwei Dinge, die ich mal zum Neu holen muss, wo ich mich ein bisschen beeilen muss. Das warst du. Und wo ist die Oktopusdame? Da. Die Augen verfolgen mich. Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt wieder. Nehme ich noch das Gaming-Tablet und Handheld Fireplace und Little Inferno und dann habe ich keine Münzen mehr zum Kaufen von Gegenständen. Das ist fies. Ja. Okay. Zombie-Garten und tödlicher Fisch. Und unter Wasser. Die Meta-Kombo. Okay. Gut, dass ich jetzt auch durch Zufall rausgefunden habe. Unser neuer Katalog. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Miss Nancy's Anleitung für stilvolles Wohnen. Heulender Kojote. Frag nicht, für wen der Kojote heult. Er heult für dich. Alte Frau Puppe, vielleicht stirbt sie. Das grauenvolle Geheimnis des schwellenden ersten Buchs einer grauenvollen Trilogie. Braucht ihr lang? Ja, 20 Sekunden, das geht. Das geht noch. Hält sich im Rahmen. Ah, und eine Lampe. Minimalistisches Design trifft minimale Brandschutzbestimmungen. Russische Madroschka. Jede ist zugleich wie einzigartig wie die vorherige. Von diesem Buch habe ich übrigens auch nie, von diesem Zeug habe ich übrigens auch noch nicht sonderlich viel gesehen. Ich glaube, bis zu der Matroschka war ich schon. Ob dann... doch, das habe ich noch gesehen. Das ist englische Verpackung. Das war noch dabei. Und ob dann... wenn ich mit meinem Little Inferno Fireplace spiele, habe ich so viel Spaß. Ich darüber Tag und Stunden hinweg in das Feuer. Wendy ist all die Zeit gegangen. Sie ist im Kamin hinaus. Raus, raus, raus.
so wie alles andere auch. Raus. Und deswegen seht ihr, wenn ihr einen Brief vom Sugar Plums nicht seht, nichts Wichtiges verpassen. Ich krieg gerade viel weniger Geld als vorher. Ist irgendwie schade. Das Zeug wird jetzt auch ein bisschen teurer, ne? Ölgemälde. Viel farbenfroher und lebhafter als eine echte Person. Englische Wörterpackung. Schüssel, ein paar Worte. Ein paar zufällige Wörter und so ein Gedicht zusammen. Genau wie ich der Dichter. Ballons. Heißen die Laune von Kindern in der ganzen Welt auf. Trinkergötze, sei vorsichtig, hier nicht zu wecken. Ich habe so eine Idee für eine Kombination. Ich würde mal gern sehen, ob sie funktioniert. Wenn ich nämlich die zwei Götzen gleichzeitig verbrenne, könnte es ja eine Kombination draus geben. So, unser zufälliges Gedicht. Disgusting. What? Disgusting. Friend. Stew. Poet. Cute. Wir brauchen noch ein Verb oder ein Adjektiv. Was ist da oben? Über dem Kamin. Und diese Frage schwirrt in meinem Kopf herum. Genau wie Rauch. Oder Luft. Schade, meine Kombinationsidee war nicht vorhanden. Ich weiß nicht, ob jetzt unsere neuen Kombos gerahmte Schriftstellerblöcke. Mach es aus! Älteres Paar und Katzenlady. Habe ich irgendwo einen älteren Herrn? Jetzt probiere ich einfach mal mittendrin was rum. Muss einfach sein. Feuerlöscher löscht alles außer brennende Herzen. Können es leider nicht holen, denn ich habe schon ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Oder ich habe mir schon zu viel Zeug geholt. Daran liegt es eher. Ich meine, das Ding bräuchte wirklich eine Mikrofonunterstützung, dass man es vorher auspusten könnte. Das fände ich toll. Sollen wir vielleicht noch eine Oma kaufen? Gott, wie falsch das nimmt, ohne Zusammenhang klingt. Auf jeden Fall. Ich hole mir einfach ein paar zufällige Sachen dazu. Mietje, Katze, das da und alles anzünden. Katzen kommen in älteres Paar. Ha. Durch Zufall. Oder durch mal kurz mitgedacht. Feuerlöscher. Haben wir ja schon vorgelesen. Vogelscheuche verspricht alles bis auf die Vögel. Potpourri-Bombe. Hilfreich in allen olfaktorischen Notfällen. Und ein Pulverfass. Ein fantastisches Fest der Flammenfärbung. Du brauchst eine Minute. Du brauchst eine Minute. Der Rest wird halt so. Mein Pulverfass war zu schwer. Cool. Ich habe jetzt Discofeuer. Das
Feuer flackert mit Möglichkeiten. Was wohl passiert, wenn ich mal ein bisschen näher komme? Gar nichts. Ich habe wahrscheinlich mein Feuer nicht für immer gefärbt ist, aber... Ich brauche ein Pulverfass. 2 Minuten. Dann mache ich das irgendein andermal. An dieser Stelle sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin!